Guten Tag, liebe Schülerinnen und Schüler. Willkommen in unserem Online-Deutschunterricht. Die Lektion ist für die Abiturienten, die Deutsch seit 9 oder 12 Jahren lernen und die das Abitur auf dem erhöhten Niveau ablegen sollen. Wir beschäftigen uns heute mit dem Prüfungsteil Hörverstehen und mit der Aufgabe 2. Heute werdet ihr den Hörtexten in der Aufgabe 2 spezifische Informationen entnehmen. Dabei werdet ihr Hörstrategien anwenden und die Fragen beantworten. Wie immer braucht ihr ein Blatt Papier oder euer Heft, etwas zum Schreiben wie einen Kugelschreiber oder einen Bleistift, Internetverbindung auf euren Handys, Computer oder Tablets und natürlich könnt ihr in jedem Moment eine Pause machen, um die Aufgabe zu lösen. Dakle, u svakom trenutku možete pauzirati snimku kako biste riješili neki zadatak. Dieser Prüfungsteil folgt nach dem Lesen und obwohl der kürzeste ist mit 35 Minuten und die wenigsten Punkte bringt, 25 Punkte, macht ein Drittel der gesamten Abiturprüfung aus, gleich wie beide anderen Teile Lesen und Schreiben. In der vorangehenden Lektion haben wir die Aufgabe 1 gehört, in der Globalverstehen überprüft wird. Wir haben also diese Aufgabe absolviert. Heute hören wir die Aufgabe 2, in der selektives Verstehen überprüft wird. Das bedeutet, ihr sollt spezifische Informationen in kurzen Geschichten oder Gesprächen verstehen, nach bestimmten Worten suchen und in dieser Aufgabe handelt es sich um die Mehrfachauswahl. Die Mehrfachauswahl bedeutet, dass ihr nach der gestellten Frage zwischen Antwort A, B oder C wählen könnt und ihr sollt die richtige Antwort ankreuzen. In dieser Aufgabe kommen manchmal kurze Geschichten vor, manchmal Gespräche. In der heutigen Aufgabe sind es Gespräche. Für jede richtige Antwort bekommt ihr einen Punkt, deswegen für 6 Fragen könnt ihr 6 Punkte bekommen. Von den Hörstrategien habt ihr schon gehört. Vor dem Zuhören ist es wichtig, die Aufgabe genau zu lesen, denn schon hier könnt ihr wichtige Informationen erfahren. Was das Thema ist, wer der Sprecher ist, etwas über die Situation. Und aufgrund dieser Informationen könnt ihr dann Vermutungen über mögliche Antworten stellen. Während des Hörens sollt ihr Schlüsselinformationen finden und auf die Geräusche im Hintergrund achten. Keine Panik, wenn ihr nicht jedes Wort, jede Phrase, sogar nicht jeden Satz versteht, denn unbekannte Wörter könnt ihr aus dem Kontext erschließen. Während des Hörens könnt ihr Notizen machen, wenn nur auf dem Prüfungsblatt. Ihr sollt alle Fragen beantworten, was viel besser ist, als einige Fragen unbeantwortet zu lassen. Nach dem Hören sollt ihr sehr aufmerksam die Antworten in den Antwortbogen abschreiben. Und Konzentration und Selbstbeherrschung zu üben, ist auch sehr wichtig. Jetzt beginnen wir mit der Aufgabe 2. Zuerst hört ihr die Anweisung. Aufgabe 2, Fragen 7 bis 12. Sie hören 6 verschiedene Texte. Wählen Sie für jede Frage, 7 bis 12, die richtige Antwort A, B oder C aus. Jeden Text hören Sie 2-mal. Markieren Sie Ihre Lösungen. Lesen Sie jetzt die Fragen 7 bis 12. Dafür haben Sie 90 Sekunden Zeit. Jetzt habt ihr also 90 Sekunden Zeit, um die Aufgabe zu lesen. Ihr könnt jetzt eine Pause machen und die ganze Aufgabe unter dem folgenden Link lesen, bit.ly/abitur1 auf den Seiten 5 und 6. Hier befinden sich alle 6 Fragen und wir lesen sie einmal zusammen durch. Nummer 7. Warum gehen Paul und Laura heute nicht ins Kino? Nummer 8. Warum muss Nina in den Ferien zur Schule gehen? Nummer 9. Was würden beide Jugendlichen nach dem Abitur gerne machen? Nummer 10. Warum ärgert sich Carlo? Nummer 11. Wie hat Tanja zeichnen gelernt? Nummer 12. Warum nimmt Sebastian am Projekt Jugend schreibt teil? Jetzt beginnen wir mit dem Hören. Während des ersten und zweiten Hörens sollt ihr die Aufgabe lösen. Danach machen wir eine Pause und analysieren zusammen eure Antworten. Hallo Laura, wann treffen wir uns heute Abend? Du, Paula, tut mir sehr leid. Heute geht es nicht. Wieso denn nicht?
Wir haben uns letzte Woche verabredet. Ich habe Online-Kinokarten gebucht. Weißt du, wie schwer das ist? Sonst ist alles ausverkauft. Sorry, es hat sich einfach so ergeben. Du weißt, dass ich schon lange nach einem Ferienjob suche, denn sonst kann ich die Abi-Reise nicht finanzieren. Ich habe mich auf eine Anzeige in der Zeitung gemeldet. Eine Cafeteria hat Aushilfe gesucht. Ich habe mich heute persönlich vorgestellt. Ich wurde genommen und fange gleich an. 7. Hallo Laura, wann treffen wir uns heute Abend? Du, Paula, tut mir sehr leid. Heute geht es nicht. Wieso denn nicht? Wir haben uns letzte Woche verabredet. Ich habe Online-Kinokarten gebucht. Weißt du, wie schwer das ist? Sonst ist alles ausverkauft. Sorry, es hat sich einfach so ergeben. Du weißt, dass ich schon lange nach einem Ferienjob suche, denn sonst kann ich die Abi-Reise nicht finanzieren. Ich habe mich auf eine Anzeige in der Zeitung gemeldet. Eine Cafeteria hat Aushilfe gesucht. Ich habe mich heute persönlich vorgestellt. Ich wurde genommen und fange gleich an. 8. Jetzt habt ihr den Text 7 zweimal gehört. Paula und Laura haben sich letzte Woche verabredet. Paula hat Online-Kinokarten gebucht. Da klone Urspieler reserviert die Karte. Deswegen ist die Antwort A falsch. Sonst ist alles ausverkauft. Inače su karte rasprodane. Es hat sich einfach so ergeben, rekla je. Tako je jednostavno ispalo. Laura hat sich auf eine Anzeige in der Zeitung gemeldet. Eine Cafeteria hat Aushilfe gesucht. Dakle, jedan kafić je tražio ispomoć. Und Paula wurde genommen. Deswegen ist die Antwort C richtig. Laura beginnt heute zu arbeiten. Und deswegen können die Freundinnen nicht ins Kino gehen. 8. Guten Tag, Frau Siedler. Guten Tag, Nina. Du hast es aber wirklich eilig. Wo läufst du denn hin? Um 10 habe ich einen Termin in der Schule. Die Schule ist aber schon aus. Ich hoffe, du hast keine Nachprüfungen. Machen Sie sich keine Sorgen, Frau Siedler. Ich bin bei unserem Schulverein engagiert. In den Ferien veranstalten wir Aktivitäten für Kinder, die den ganzen Sommer in der Stadt verbringen. Du jobbst? Dann kannst du aber auch dein Taschengeld gut aufbessern. Ich kriege kein Geld dafür. Ich arbeite ehrenamtlich. Die Leute sind nett. Es macht mir Spaß und außerdem helfen wir Menschen. Wenn wir jetzt helfen, hilft uns vielleicht auch jemand, wenn wir irgendwann Hilfe benötigen. 8. Guten Tag, Frau Siedler. Guten Tag, Nina. Du hast es aber wirklich eilig. Wo läufst du denn hin? Um 10 habe ich einen Termin in der Schule. Die Schule ist aber schon aus. Ich hoffe, du hast keine Nachprüfungen. Machen Sie sich keine Sorgen, Frau Siedler. Ich bin bei unserem Schulverein engagiert. In den Ferien veranstalten wir Aktivitäten für Kinder, die den ganzen Sommer in der Stadt verbringen. Du jobbst? Dann kannst du aber auch dein Taschengeld gut aufbessern. Ich kriege kein Geld dafür. Ich arbeite ehrenamtlich. Die Leute sind nett. Es macht mir Spaß und außerdem helfen wir Menschen. Wenn wir jetzt helfen, hilft uns vielleicht auch jemand, wenn wir irgendwann Hilfe benötigen. So, jetzt habt ihr den Text 8 zweimal gehört und wir sehen nun jetzt den Text ein bisschen näher an. Frau Siedler sagte, Nina, du hast es wirklich eilig. Da ist das Jury. Ich hoffe, du hast keine Nachprüfungen. Nachprüfungen zu popravni ispiti. Nina sagte, machen Sie sich keine Sorge. Ich bin bei einem Schulverein engagiert. In den Ferien veranstalten wir Aktivitäten. Preko praznika organisiramo neke aktivnosti. Nina jobbt, sie kann ihr Taschengeld gut aufbessern? Nein, Nina arbeitet ehrenamtlich. Ona dakle radi volonterski. Sie sagt, irgendwann vielleicht werden wir Hilfe benötigen. Možda će i nama nekad ustrebati pomoć. Deswegen ist die richtige Antwort, sie hilft, Freizeitprogramme zu organisieren. Hören wir uns jetzt den Text 9 an. 9. Hallo Jens, na was machst du denn nach dem Abitur? Ich bin mir noch nicht sicher, aber zuerst möchte ich ein bisschen Spaß mit meinen Freunden haben und dann später nach einem Job suchen. Und du? Ich muss mich für die Aufnahmeprüfung vorbereiten. Wenn ich damit fertig bin, mache ich eine Reise.
Du willst also studieren? Toll, Markus. Das ist aber nichts für mich. Ich möchte lieber gleich jobben und Geld verdienen. Ich würde das auch gerne machen. Aber meine Eltern wollen unbedingt, dass ich studiere. Nein. Hallo Jens, na was machst du denn nach dem Abitur? Ich bin mir noch nicht sicher, aber zuerst möchte ich ein bisschen Spaß mit meinen Freunden haben und dann später nach einem Job suchen. Und du? Ich muss mich für die Aufnahmeprüfung vorbereiten. Wenn ich damit fertig bin, mache ich eine Reise. Du willst also studieren? Toll, Markus. Das ist aber nichts für mich. Ich möchte lieber gleich jobben und Geld verdienen. Ich würde das auch gerne machen. Aber meine Eltern wollen unbedingt, dass ich studiere. Im Text 9 sprechen zwei Freunde, Markus und Jens. Markus sagt, dass er sich für die Aufnahmeprüfung vorbereiten muss. Wenn er damit fertig ist, macht er eine Reise. Markus würde gerne jobben, aber seine Eltern wollen unbedingt, dass er studiert. Dakle, njegovi roditelji žele svakako da on studira. Jens auf der anderen Seite sagt, ich bin mir noch nie sicher, još nisam siguran. Zuerst möchte er Spaß haben, später möchte er nach einem Job suchen. Er würde lieber gleich jobben und Geld verdienen. Also die beiden Jungs wollen zuerst arbeiten. 10. Hey, was tust du denn da? Das kommt in die gelbe und nicht in die blaue Tonne. Bitte? Was geht dich das denn an, wohin ich meinen Müll werfe? Natürlich geht es mich was an. In meiner Familie trennen wir alle den Müll und es ärgert mich sehr, wenn andere Menschen das gar nicht wichtig finden. Du weißt doch, dass gelb für Plastik und blau für Papier ist. Das haben wir auch in der Schule immer wieder erwähnt. Das ist doch Unsinn. Es achtet sowieso niemand darauf. Wozu das Ganze überhaupt? Auch unsere Nachkommen sollen gesund leben können. 10. Hey, was tust du denn da? Das kommt in die gelbe und nicht in die blaue Tonne. Bitte? Was geht dich das denn an, wohin ich meinen Müll werfe? Natürlich geht es mich was an. In meiner Familie trennen wir alle den Müll und es ärgert mich sehr, wenn andere Menschen das gar nicht wichtig finden. Du weißt doch, dass gelb für Plastik und blau für Papier ist. Das haben wir auch in der Schule immer wieder erwähnt. Das ist doch Unsinn. Es achtet sowieso niemand darauf. Wozu das Ganze überhaupt? Auch unsere Nachkommen sollen gesund leben können. 11. Warum ärgert sich Carlo so heftig über seine Freundin? Sie fragt ihn. Bitte, was geht dich das denn an, wohin ich meinen Müll werfe? Carlo antwortet ihr, natürlich geht es mich was an. Es ärgert mich sehr, wenn andere Menschen das gar nicht wichtig finden. Er meint damit die Mülltrennung. Was in welcher Tonne geht, haben wir immer wieder in der Schule erwähnt. Dakle, to smo već spominjali više puta u školi. Sie sagt, es ist Unsinn, wozu das Ganze überhaupt? Čemu sve to? Auch unsere Nachkommen sollen gesund leben können, antwortet Carlo, dakle naši potomci također trebaju moći živjeti zdravo. An der Antwort, wozu das Ganze überhaupt, sehen wir, dass seine Freundin Mülltrennung unwichtig findet. Und das ist die richtige Antwort. 11. Tanja, das ist ja wunderbar. Hast du denn gelernt, so schön zu zeichnen? Es war gar nicht so leicht wie erwartet. Ich musste mir die Techniken nämlich selbst aneignen. Wie hast du denn das gemacht? Zuerst wollte ich einen kostenlosen Online-Kurs besuchen, doch der war schon ausgebucht. Dann habe ich mich für einen Kurs an der Volkshochschule entschieden, aber leider gab es nicht genug Interessierte. Und privaten Nachhilfeunterricht konnte ich mir sowieso nicht leisten. Also klickte ich auf YouTube und schaute mir an, was mich interessierte. Alle Achtung, sowas könnte ich nie tun. Danke dir. 11. Tanja, das ist ja wunderbar. Hast du denn gelernt, so schön zu zeichnen? Es war gar nicht so leicht wie erwartet. Ich musste mir die Techniken nämlich selbst aneignen. Wie hast du denn das gemacht? Zuerst wollte ich einen kostenlosen Online-Kurs besuchen, doch der war schon ausgebucht. Dann habe ich mich für einen Kurs an der Volkshochschule entschieden, aber leider gab es nicht genug Interessierte.
Und privaten Nachhilfeunterricht konnte ich mir sowieso nicht leisten. Also klickte ich auf YouTube und schaute mir an, was mich interessierte. Alle Achtung, sowas könnte ich nie tun. Danke dir. Wie hat Tanja also zeichnen gelernt? Sie sagt, es war gar nicht so leicht wie erwartet. Ich musste mir die Technik nämlich selbst aneignen. Sama sam morala naučiti tehniku. Der kostenlose Online-Kurs war schon ausgebucht und bio popunjen, deswegen ist die Antwort A nicht richtig. Für den Kurs an einer Volkshochschule gab es leider nicht genug Interessierte. Private Nachhilfeunterricht konnte sie sich nicht leisten. Nije si mogla priuštiti privatne sate. Deswegen ist die Antwort B auch falsch. Tanja klickte auf YouTube und schaute sich an, was sie interessierte. Dakle, ona je klikom na YouTube pogledala ono što ju zanima. Ale Achtung, sagt ihre Kollegin, sowas könnte ich nie tun. Ja, tako nešto ne bih uspjela. Deswegen ist die richtige Antwort C. Tanja hat mit Hilfe von Internetvideos zeichnen gelernt. Hallo Sebastian, ist dein Zeitungsartikel für das Projekt Jugend schreibt schon fertig? Noch nicht. Ich muss sagen, dass ich überrascht bin, wie viel Arbeit hinter einem Artikel steckt. Als ich angefangen habe, dachte ich, dass man nur ein Gespräch führt und dann einen Text schreibt. Aber dann habe ich gleich eingesehen, dass es eine echte Herausforderung ist, einen guten Artikel zu schreiben. Was gefällt dir denn besonders an diesem Projekt? Mein Text erscheint nach intensivem Schreiben in der Zeitung und viele fremde Menschen können ihn lesen. Aus diesem Grund mache ich auch mit. Außerdem gibt es Preise für die besten Teilnehmer. 12. Hallo Sebastian, ist dein Zeitungsartikel für das Projekt Jugend schreibt schon fertig? Noch nicht. Ich muss sagen, dass ich überrascht bin, wie viel Arbeit hinter einem Artikel steckt. Als ich angefangen habe, dachte ich, dass man nur ein Gespräch führt und dann einen Text schreibt. Aber dann habe ich gleich eingesehen, dass es eine echte Herausforderung ist, einen guten Artikel zu schreiben. Was gefällt dir denn besonders an diesem Projekt? Mein Text erscheint nach intensivem Schreiben in der Zeitung und viele fremde Menschen können ihn lesen. Aus diesem Grund mache ich auch mit. Außerdem gibt es Preise für die besten Teilnehmer. Warum nimmt also Sebastian an diesem Projekt teil? Er sagt, ich bin überrascht, wie viel Arbeit hinter einem Artikel steckt. Ich habe gleich eingesehen, dass es eine echte Herausforderung ist, einen guten Artikel zu schreiben. Da klären wir auch noch ein Video, der veliki izazov. Deswegen ist auch die richtige Antwort A. Ein Interview zu führen ist für ihn eine Herausforderung. Er sagt weiter, mein Text erscheint in der Zeitung und viele fremde Menschen können ihn lesen. Aus diesem Grund mache ich auch mit. Also die Antwort C ist falsch, weil er nicht gerne über fremde Menschen schreibt, sondern für fremde Menschen. Hoffentlich seid ihr euch jetzt bewusst, dass ihr beim Zuhören einige Hörstrategien gebraucht habt. Ist es Notizen zu machen, Schlüsselwörter zu finden, aus dem Kontext die neuen Wörter zu erschließen, Vermutungen über mögliche Antworten zu stellen oder etwas anderes, macht eure Liste weiter. Nicht zu vergessen ist, dass ihr möglichst mehr deutsche Sprache gebrauchen sollt und neue Vokabeln lernen sollt. Am Ende könnt ihr hier noch notieren, welche Hörstrategien ihr bei der Aufgabe 2 schon sehr gut anwenden könnt und welche ihr noch einüben sollt. Die Aufgabe zu lesen, beim ersten zu hören Fragen schon zu beantworten, ruhig und konzentriert zu bleiben, Bedeutung aus dem Kontext erschließen, alle Fragen beantworten und so weiter. Wenn ihr noch weiterhin üben wollt, das könnt ihr mit Hilfe eines Tests aus den vergangenen Jahren machen unter dem folgenden Link. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!